Hilfe bei Regelschmerzen. Autor SelMcKenzie. Über die Hälfte aller Frauen zwischen 15 und 50 leidet unter mehr oder weniger ausgeprägten Symptomen, die mit dem weiblichen Zyklus zu tun haben. Der Mittelschmerz, schmerzhafter Eisprung, das prämenstruelle Syndrom, PMS, mit teilweise erheblichen physischen und psychischen Störungen und eine schmerzhafte Periodenblutung können die Lebensqualität von Frauen erheblich unbekanntes Zeichen Licht beeinträchtigen unbekanntes Zeichen tiegen. Das muss nicht sein. Vorgerufene sogenannte Mittelschmerz ist ein meist nur kurz andauernder Schmerz, der etwa zwei Wochen nach Beginn der Periode auftritt. Er kommt schnell und vergeht auch schnell wieder, meist von allein. Behandlung: Eine Behandlung ist selten notwendig. Sie kann endunbekanntes Zeichen weder symptomatisch mit mangelunbekanntes Zeichen Sium und Ibuprofen erfolgen oder darin bestehen, den Eisprung durch die Antibabypille zu verhindern, Ovulationshemmung. Nervende Tage vor den Tagen. Deutlich unangenehmer als der Mittelschmerz kann das prämenstruelle Zeichen Trille-Syndrom, PMS, sein. Typisch unbekanntes Zeichen: Scherweise einige Tage vor Einsetzen der Monatsblutung kommt es zu eher unbekanntes Zeichen höherer Reizbarkeit, Nervosität oder Aggressivität, depressiver Verstehen unbekanntes Zeichen Mung, Müdigkeit und Leistungsunbekanntes Zeichen. Verminderung, gelegentlich auch zu zwanghaftem Verhalten wie über unbekanntes Zeichen großer Sorgfalt oder Putzfimmel. Körperliche Symptome sind meist Brustspannen, Spannungsgefühl im Unterbauch und Wassereinlage unbekanntes Zeichen Rangen mit Gewichtszunahme bis zu 3 kg. Behandlung: In leichteren Fällen können auch hier Magnesium, Iven unbekanntes Zeichen Tyl in Verbindung mit Hordo unbekanntes Zeichen siertem Vitamin B6, Mönchspfeffer und körperliche Bewegung helfen. Je nach Schwere müssen manchmal zusätzlich Antidepressiva, entweder unbekanntes Zeichen Serndi-Medikamente oder Gestagene, Gelbkörperhormone, eingesetzt werden. Sie werden entweder nur als Gel auf die Brust gegeben oder als Tabletten eingenommen. Auch beim PMS hat sich, wenn kein Kien unbekanntes Zeichen der Wunsch besteht, die Pille bewährt, die ja den regulären Zyklus unbekanntes Zeichen Ablauf und alle damit verbundenen Unannehmlichkeiten verhindert. Krämpfe und Schmerzen. Ausgesprochen schmerzhaft kann die Periodenblutung selbst sein, Dysmenorrhö. Es kommt zumeist dumpfen, oft krampfartigen Bauchschmerzen, die einige Stunden unbekanntes Zeichen den vor der Menstruation einsetzt unbekanntes Zeichen 10, an Intensität oft massiv zunehmend unbekanntes Zeichen Men und erst mit Abklingen der Periode wieder nachlassen. Häufig treten zusätzlich Übelkeit, Erbre unbekanntes Zeichen Chen, Migräne und Kreislaufstö unbekanntes Zeichen Rangen bis hin zum Kollaps auf. Nicht selten besteht eine mehrtägige Arbeitsunfähigkeit. Man unterscheidet hier die prime unbekanntes Zeichen Re, oft schon in der Jugend mit den ersten Blutungen einhergehende Dysmenorrhö, die meist keine A unbekanntes Zeichen garnischen Ursachen hat, und die sekundäre Dysmenorrhö, die erst später auftritt und häufiger auf organische Veränderungen zurück zu unbekanntes Zeichen führen ist. Dazu zählen Endometriose, Gebärmutterschleimhautanstellen, wo sie nicht hingehört, zum Beispiel im Bauchraum, verdickte Gebärmuttermuskulatur, Adenomyosis, oder Myome, gutartige Geschwulst unbekanntes Zeichen T der Gebärmutter. Erst die Ursache klären. Die Therapie zyklusabhängiger B unbekanntes Zeichen Schwerden gehört selbstverständlich in die Hand der Frauenärztin/ des Frauenarztes. Wichtig ist zunächst die Erfassung der Vorgeschichte, Anamnese, und der genauen Symptombekanntes Zeichen Thomatik sowie eine eingehende unbekanntes Zeichen nekologische Untersuchung einschließlich einer Ultraschall unter unbekanntes Zeichen Suchung meist über die Scheide. Genalsonographie. Angesichts der oft immensen Beeinträchtigung, der manche Frauen durch Zyklus bei unbekanntes Zeichen Schwerden ausgesetzt sind, ist eine sorgfältige und manchmal auch zeitunbekanntes Zeichen intensive Beschäftigung mit dem Problem anschließend eventueller psychosomatischer und sexualmedizinischer Aspekte unabdingbar. Behandlung:
Für die Dysmenorrhoe gibt es mannigfache Therapieansätze. Die primäre Dysmenorrhoe kann zunächst mit Wärmflasche, Magnesium- oder krampflösenden Medikamenten behandelt werden. Gerade bei jüngeren Mädchen hat sich zudem die Pille bewährt, die nicht nur die Tage bis unbekanntes Zeichen sehr erträglich macht, sondern auch Akne und unreine Haut mindert. Die Verhütung spielt dabei meist noch keine Rolle. Bei der sekundären Dysmenorrhoe müssen auf jeden Fall mögliche unbekanntes Zeichen garnische Ursachen abgeklärt werden. Unbekanntes Zeichen den. Sollten die gynäkologische Tastuntersuchung und der ultraunbekanntes Zeichen Schall keine ausreichende Klarheit bringen, muss unter Umständen eine Bauchspiegelung, Laparoskopie, erfolgen. Kleinere Lumpen oder Endometrioseherde können oft nur auf diese Weise gefunden und unbekanntes Zeichen gegebenenfalls auch gleich entfernt werden. Nicht selten ist eine medi-unbekanntes Zeichen kamentösen Nachbehandlung mit sogenannten GnRH-Analoga, Medikamente, die die Hirnanhangsdrüse unbekanntes Zeichen sehbremsen, oder mit Gestagenen erforderlich. Beide Maßnahmen zielen darauf ab, die körperige unbekanntes Zeichen mit Östrogenproduktion der Eier unbekanntes Zeichen Stöcke für eine gewisse Zeit zu unterbrechen, um die Endometriose auszutrocknen. In leichteren Fällen oder wenn eine operative oder sehr eingreifende medikamentöse Behandlung unverhältnismäßig wäre, können die Symptome der organisch bedingten Dysmenorrhoe ähnlich wie funktionelle Beschwerden mit Wärme, Magnesium und Ibuprofen etc. behandelt werden. Auch hier ist oft die Einnahme der Pille sinnvoll. Die Menstruation wird erträglich, unreine Haut wird gebessert, und es besteht ein sicherer Empfängnisschutz. Überdies gibt es die Möglichkeit, die Pille oder auch einen Hormonring ohne Paar unbekanntes Zeichen sie anzuwenden, also damit die Blutung komplett zu verhindern. Man bezeichnet dieses Vorgehen unbekanntes Zeichen T als Langzyklus. So kann über mehrere Monate bis zu einem halben Jahr komplette Blutungs- und damit Beschwerdefreiheit erreicht werden. Einige Anmerkungen zur Pille. In der Sprechstunde hört man häufig Einwände wie unnatürlich, sich mit Chemie vollpumpen, Hormonbelastung, etc. Das ist zunächst einmal verständlich. Doch was macht die Pille eigentlich? Sie signalisiert der Hypophyse, dass die Eierstöcke nicht stimuliert werden müssen, weil derzeit kein Eisprung notwendig bzw. erwünscht ist, ein Zustand, der auf den Regelkreis Hypophyse-Eierstöcke wirkt wie eine Schwangerschaft. Unnatürlich im Sinn der Evolution ist eher, wenn eine Frau im gebärfähigen Alter eine Schwangerschaft verhindert. Bei sogenanntem Naturvölkern haben die Frauen viel seltener ihre Periode, weil sie öfter schwanger sind und lange stillen. Solche Aktivitätspausen der Ovarien, wie sie auch bei langjähriger Pille unbekanntes Zeichen Leneinnahme auftreten, mindern also in keiner Weise die Chancen, wieder schwanger zu werden. Bei manchen Veränderungen der Eierstöcke, etwa beim Syndrom der polyzystischen Ovarien, PCOS, ist es gerade im Sinn der Erhaltung der Fruchtbarkeit ratsam, die Eierstöcke ruhig zu stellen. Dies beugt Veränderungen vor, die eine spätere Schwangerschaft erschweren würden. Bei korrektem Einsatz der Pille können also Regelschmerzen, PMS und Mittelschmerz gemindert oder vermieden werden. Es besteht so unbekanntes Zeichen dem ein sicherer Empfängnisschutz, Haut und Haare profitieren. Even unbekanntes Zeichen Tür gibt es keine Blutung mehr, keine lästigen Tage, und damit mehr Freiheit in allen Lebenslagen.